Vor ein paar Tagen hat der türkische Islamverband DİTİB eingeräumt, dass der Verband vereinzelt Erdogans Kritiker in Deutschland ausspioniert hat. In Hamburg wurde ein mutmaßlicher Agent des türkischen Geheimdienstes festgenommen. In Paris wurde ein Agent des türkischen Geheimdienstes in der Zelle in seinem Gefängnis tot aufgefunden. Er war angeklagt wegen Mord an drei kurdischen Frauen. In München verweigern deutsche Behörden einem jungen Wissenschaftler die Arbeit an der Universität, weil dieser junge Mann sich kritisch mit der Türkei-Politik gegenüber den Kurden und anderen Minderheiten kritisch auseinandergesetzt hat. In Deutschland, an verschiedenen Universitäten, zum Beispiel in Berlin, werden Informationsveranstaltungen von kurdischen Studenten verboten oder abgesagt. Die Menschen in Deutschland, die türkischen Demokraten, Kurden, Armenier, Assyrer, Aramäer, Aleviten, Jesiden, Christen fühlen sich nicht mehr sicher. Sie sind vor vielen Jahren nach Deutschland geflohen. Sie wollten hier in Freiheit ihre Meinung sagen können. Es ist so, dass sie sich nicht mehr wie früher sicher fühlen können. Unsere deutsche Bundesregierung schweigt zu allen diesen Vorkommnissen, tatenlos. Das muss sich aber ändern. Türkische Demokraten, Kurden, Armenier, Assyrer, Aramäer, Aleviten, Jesiden, Christen müssen sich zusammentun, um gegen diese Politik, gegen die Politik der Verfolgung in der Türkei protestieren. Diese Gruppen, die ich gerade erwähnt habe, hoffen auf eine große, breite Unterstützung der deutschen Öffentlichkeit. Die deutsche Bundesregierung darf nicht länger hinnehmen, was Erdogan in der Türkei, aber auch in Deutschland macht. Die wenigen in der Türkei vorhandenen demokratischen Strukturen dürfen von Erdogan nicht abgeschafft werden. Denn ein Unrechtssystem wie das von Erdogan produziert mehr Gewalt, mehr Terror. Wir alle brauchen ein friedliches Miteinander in der Türkei, in Deutschland und in Europa.